Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute geht es bei uns richtig rustikal zur Sache. Ich werde uns heute schöne, leckere Kasseler Rippchen machen mit Sauerkraut. Wenn ihr wissen wollt, wie ich es mache und alles, was ich dazu brauche, dann bleibt einfach dran. So, dann kommen wir mal zu den Zutaten. Hier habe ich hammertolle Kasseler Rippchen oder tolle Leitern. Die habe ich heute entdeckt beim Fleischer, also beim Shoppen. Und ja, die musste ich einfach mitnehmen. Ja. Dazu dann noch Kartoffeln, die haben wir schon mal in Scheiben geschnitten. Ungefähr so einen Zentimeter dicke. Dann habe ich Ananas in Stücke. Gemüsezwiebeln, die haben wir auch schon mal in Scheiben geschnitten, Sauerkraut. Dann habe ich hier Wasser, ca. 1 Liter. Und zum Würzen nehme ich hier von Klaus Grillt diesen Dutch Oven Zauber. Ist ein tolles Gewürz, kann ich euch gerne mal verlinken, unten in der Videobeschreibung. Jo, und dann noch ein bisschen Ananassaft. Das Ganze werde ich schichten im Dutch Oven. Wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt gleich. So, dann fange ich mal an zu schichten. Ich werde den Boden erst einmal ganz grob mit Zwiebelringe auslegen. Das muss jetzt nicht gut aussehen, halt nur damit ich einen guten Abstand nachher habe, damit mir das nachher von unten nicht anbrennt, praktisch. So, ganz grob motorisch. So. Wie gesagt, das muss nicht unbedingt schick aussehen hier. Das sollte mir schon fast genügen. So, und dann fange ich eigentlich auch schon an zu schichten. Dann nehme ich mir praktisch so eine Leiter, lege sie mir hier schön rein. So, so und dann nehme ich schon mal eine Lage Zwiebeln. Auch wieder so ein paar Ringe. So, und dann fange ich dann auch schon an mit dem Sauerkraut. Da habe ich mir gerade noch schnell meinen Handschuh angezogen. Da werde ich das mal hier so ein bisschen grob so reinlegen. Ganz grob motorisch, ein bisschen steiler der Topf. So. Immer so ein bisschen. Dann nehme ich mir mal ein bisschen Ananas. Die krümmel ich hier so ein bisschen rein. So, dann nehme ich mir schon Kartoffel. Auch ganz grob motorisch hier rein. So. Sieht schon richtig gut aus. So, das ist jetzt quasi die erste Lage. Dann nehme ich mir schon wieder eine nächste Leiter. Lege ich mir hier auch schön rein. Muss sie schön reinquetschen nach unten. So. Ja, jedenfalls so wird das nachher gemacht. Ich mache das jetzt soweit fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht das jetzt aus. Ich bin jetzt so ziemlich fertig, habe noch eine ganze Menge über. Jetzt werde ich hier versuchen, überall noch mal so ein paar Lücken zu stopfen mit Kartoffeln und Zwiebeln. Wie gesagt, das soll hier keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Das soll halt nachher lecker sein, ne? Kommt nachher so alles rustikal da rein. So, ein paar Kartoffeln noch. Sauerkraut. So sieht das nachher aus hier. So werde ich das schön andrücken nach unten. Hier nochmal eine Zwiebel zwischen. So, dann nehme ich mir den Pott, stelle ihn erstmal beiseite. Den Handschuh brauche ich nicht mehr.
Dann nehme ich mir das Wasser, circa 1 Liter. Dann nehme ich mir den Dutch Oven Zauber von Klaus Grillt. Ein tolles Gewürz. Nicht mehr so 3, also 2,5, 3 Esslöffel. Das soll genügen. Dann ein bisschen von dem Wasser vom von dem Ananas. Auch noch ein bisschen was dazu. Oh, das ist mal alles dran. Das vermenge ich jetzt gut. So. Ich werde das mal probieren kurz. Echt lecker. So, das gieße ich jetzt ein bisschen an. Ich werde das nicht alles da reinkippen, ne? Nur damit da so eine leichte Schicht drin ist. Ich denke mal, so lasse ich das jetzt erstmal. Und dann kann ich ja immer noch mal was nachkippen. So, da kommt jetzt der Deckel drauf. Ich werde jetzt die Holzkohle da positionieren und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, dann komme ich jetzt nochmal zum Setup. Das hatte ich vergessen eben nochmal zu erwähnen. Da nehme ich immer ganz gerne meinen geliebten Atago von Petromax und den Topf, das ist der FT6, ebenfalls von Petromax. Ja, so, die Kohle ist jetzt durchgeglüht, die werde ich jetzt holen und praktisch hier reinkippen. Da brauche ich jetzt nicht so viel, davon werde ich die Hälfte auf den Deckel packen, kann ich euch nochmal hier zeigen. Die Hälfte hier so auf den Deckel, weil ich möchte Ober- und Unterhitze haben. So. Ich möchte, dass das schön langsam vor sich hin köchelt. Die Kohle hier unten sollte mir so genügen. Jo. Dann kann es auch schon losgehen. Da werde ich den Dutch Ofen jetzt reinstellen. So. So. Dann nehme ich mir den Deckel. Oder auch von der anderen Seite besser ist. Kommt hier drauf. Da habe ich ein bisschen zu voll geworden. So. Aber es sollte funktionieren. Und ich hätte vielleicht doch den FT9 nehmen sollen. Aber jetzt ist zu spät. Jetzt muss ich damit durch. Ja, so werde ich das jetzt so circa 2 Stunden lang köcheln lassen. Schön langsam vor sich hin, damit das Fleisch richtig schön zart wird. Bis gleich. So, jetzt sind so circa 1,5 Stunden rum. Ich werde jetzt mal den Deckel heben. Das Essen sollte eigentlich fertig sein. Bin echt mal gespannt. So sieht das jetzt aus. Könnt ihr ja mal gucken. Sieht mega saftig und toll aus. So. So, ich werde mir jetzt mal so eine kleine Leiter rausholen, ob ich das hinkriege. So. So sieht das aus. Jetzt werde ich mal den Test machen, den Knochentest. Guck hier, also da seht ihr, der geht so auseinander. Der geht wirklich so auseinander. Das werde ich einfach mal probieren. Bin ich echt mal gespannt. Heiß. Boah. Butterzart.
Oh, ich kann mich da ja reinsetzen und sowas. Oh. Hammergeil. Ich liebe ja diese All-in-One-Topf. Das ist einfach mega. Also das ist mir schon mal sehr gut gelungen. Jetzt werde ich mal den Sauerkraut probieren. Gehe aber mal mit der Gabel hier rein. Mit ein bisschen Kartoffel. Oberhammerlecker. Ganz ehrlich, Oberhammerlecker. Gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, wo das so arschkalt, sag ich mal, draußen ist. Obwohl das Wetter heute richtig geil ist. Aber richtig geil. Ja. Also auch mit diesem Gewürz von Klaus Grillt. Dieses Dutch Oven Zauber. Hammergeil. Passt unheimlich gut dazu. Sehr zu empfehlen. Ja. Ich muss sagen, das ist echt ein Rezept, was ihr unbedingt mal nachmachen müsst. Ja. Alles, was ich da jetzt zugebraucht habe, ist bei mir alles unten in der Videobeschreibung, wie immer. Jo. Hat euch das Video gefallen, freue ich mich natürlich über einen wohlwollenden Kommentar. Ganz besonders freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann vergesst aber auch nicht, oben die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video von mir. Ich wünsche euch alles Gute, vor allen Dingen beim Nachmachen. Macht das unbedingt nach, das lohnt sich wirklich. Jo. Bis das nächste Mal, Marco von Barbecue Dithmarschen und tschüssi.